The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham. Heute zu Gast, die Aliens kommen. Autor, Journalist und Betreiber des Portals Grenzwissenschaft aktuell, Andreas Müller, über das UFO-Phänomen in Deutschland, in den USA und weltweit. Ich begrüße Andreas Müller erneut bei mir im Peckham's Talk. Hallo, lieber Hallo. Andreas. Hallo, freut mich auch. Ja, du warst relativ am Anfang einer meiner ersten Gäste hier beim Peckham's Talk. Ich steuere jetzt schon auf die 100. Folge zu und ich habe gedacht, wir haben in der Filmelei, in meiner Filmtalkshow auch schon zwei Sendungen zusammen gemacht, die verlinke ich hier unten, über Paraphänomene, also wenn man dich nicht kennt, du bist Herausgeber von dem Portal, Initiator und Gründer des Portals grenzwissenschaft-aktuell.de. Du beschäftigst dich dort mit Paraphänomenen, aber gehst den ganzen Sachen eben aus einer wissenschaftlichen Richtung und Basis auf den Grund. Also möchtest schon wissen, was dahinter steckt, aber es geht nicht um die kleinen grünen Männchen. Habe ich das richtig gesagt? Das stimmt schon so. Es darf natürlich auch um kleine grüne Männchen gehen, aber tatsächlich ist es so. Also ich bin von dieser ganzen Bandbreite von sogenannten paranormalen Phänomenen fasziniert und interessiert daran und sehe aber tatsächlich die Wissenschaft als das Instrument, sich diesen Ereignissen und Phänomenen zu nähern. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie per se leugne oder irgendwie blind, skeptisch und gezwungen rational da rangehe, sondern eben, man sagt so schön, ich folge den Daten und den Ergebnissen, die eine saubere, eine bestmögliche Untersuchung bringt. Und das schließt nicht aus, dass das ein oder andere Phänomen sehr viel mehr mit sich bringt und vielleicht sogar sehr viel realer ist, als es weithin so dargestellt wird. Sieht man denn jetzt im Jahr 2024, in dem wir uns befinden, sieht man jetzt aktuell unerklärliche Phänomene am Himmel in Deutschland? Ganz bestimmt. Also es gibt ja zum Beispiel Forschungsorganisationen wie die GEP, die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens in Deutschland, die solche Meldungen annimmt und dann auch publiziert. Und gerade im Juli gab es da eine ganze Menge. Das sind natürlich die Monate und die Zeiten, wo die Leute halt auch draußen sind und viel mehr an den Himmel schauen, weil es halt schönes Wetter ist und es ist nicht bewölkt und regnet nicht. Aber UFOs oder UAP, wie man das heute ja nennt, also unbekannte Phänomene im Luftraum, die werden schon seit Jahrhunderten gesehen und das macht natürlich 2024 nicht halt und wird nächstes Jahr und in den kommenden Jahren auch nicht enden. Wobei man natürlich immer unterscheiden muss, was sehen die Leute beziehungsweise was nehmen die Leute als UFO oder UAP wahr. Die meisten Laien sind gar nicht mit einer ganzen Vielzahl von astronomischen, natürlichen oder technologischen Phänomenen betraut, die am Himmel sind. Und da wird natürlich schnell mal ein astronomisches Ereignis wie ein Eintritt von einem Meteor, ein Wiedereintritt von einer Raketenstufe, alles Mögliche, irgendwelche Flugzeuge, die gerade im Sonnenlicht irgendwie reflektieren, aber auch Naturphänomene wie Vogelschwärme und so weiter, schnell zu einem UFO, was sie eigentlich gar nicht sind. Spannend für die Forschung sind halt die Fälle, die übrig bleiben, die berühmten 5%, kann man vielleicht nochmal 2-3% wegstreichen, weil einfach nicht genug Daten und Informationen vorliegen, bleiben dann also 3-2% von UFO-Sichtungen, die für die Forschung wirklich interessant bleiben und wo auch ordentliche und saubere Daten dazu vorliegen. Das hört sich wenig an, ist aber natürlich sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass wir allein in Deutschland jedes Jahr so rund 1000 UFO-Sichtungen gemeldet bekommen. Weltweit, in Amerika sind das zigtausende, weltweit sind es jedes Jahr hunderttausende von UFO-Sichtungen und da wird dann natürlich aus 1-2%, was sich wenig anhört, gleich doch eine ganze Menge an noch ungelösten Fällen. Also wie 1000 Stück jetzt mal, sagen wir mal rein theoretisch, die man nicht erklären kann, die dazugehören zu diesem Prozentsatz, wo man sagt, wir wissen nicht, was genau. Ist. Also weil letzten Endes, da ist für mich ja schon dann die Frage, dass ich so denke, okay, wenn das ist es trotzdem ein kleiner Prozentsatz, sage ich mal. Und es hat irgendeinen Ursprung, dieses Phänomen hat irgendeinen Ursprung. Warum taucht
dieses Phänomen dann nicht kontinuierlich zum Beispiel auf. Das ist ja, weißt du, so ein bisschen, wenn man sagt, egal was es ist, ist es ein Raumschiff oder ein Wetterphänomen oder was auch immer, aber warum passiert es dann doch so wenig, dass man es nicht... Naja, also zum einen ist es ja so, was ich eben versucht habe zu erklären, die große Anzahl ergibt sich ja primär daher, dass die meisten Leute gar nicht so wirklich damit vertraut sind, was alles so am Himmel sich bewegt und fliegt. Und deswegen werden viele Dinge als UFO gemeldet, die eigentlich gar keine UFOs sind. Ja. Das heißt, diese große Anzahl ist dann erstmal sozusagen so ein Schein. Also diese Phänomene sind nicht ständig. Sind UFO-Phänomene, reale oder echte UFO-Phänomene sind wahrscheinlich nicht so häufig, wie man sich das vorstellt. Aber dafür trotzdem kontinuierlich. Also wir haben sie ja nicht nur eben im Sommer, sondern auch durchs Jahr hinweg und hatten das auch schon immer. Man kann dieses Phänomen, das ist ja so eine spannende Facette dieses Phänomens, ja Jahrhunderte und Jahrtausende zurückverfolgen und vielleicht sogar noch weiter. Denn solche Schilderungen von Dingen am Himmel, die da irgendwie nicht hinzugehören scheinen, die gibt es ja auch schon in Märchen und Legenden. Und ja, also das Phänomen ist tatsächlich gar nicht so, dass es nur manchmal oder was ich immer wieder höre, ja, das scheint irgendwie nur, die UFOs fliegen immer nur nach Amerika. Also das ist ein Trugbild oder ein Zerrbild, das wie auch immer entsteht, weil man vielleicht aus den USA ein bisschen mehr darüber hört, weil da die Dinge auch abgestürzt sein sollen und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, nur so eine selektive Wahrnehmung. Also im Großen und Ganzen eigentlich, dass man sagt, vielleicht auch, weil natürlich nicht jeder meldet sowas oder nicht jeder, genau. Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, gell, muss man sagen. Aber höre ich ganz oft, oder vielleicht ganz gut, höre ich ganz oft, dass Leute sagen, also wenn Leute hören, dass man sich mit den Dingen ordentlich beschäftigt, dann hört man natürlich auch sehr viel, was die Leute selbst schon gesehen haben, was Oma und Opa und Mama schon gesehen hat. Und wenn man dann fragt, ja, habt ihr das irgendwohin mal gemeldet? Natürlich nicht, weil warum sollte ich das melden? Wohin sollte ich das melden? Und oft, was zumindest mal in den vergangenen Jahrzehnten auch sehr schwer wog, war auch eben diese Stigmatisierung des Themas. Also wer UFOs sieht, der hat ja nicht alle fliegenden Untertassen im Schrank sozusagen. Und das galt ja nicht nur für Zivilisten, sondern auch für Piloten, Militärs und so weiter. Das ist natürlich ein Tabu. Und ein Stigma, das mittlerweile sich so ein bisschen gelöst hat, seit das Thema vor allem in den USA ja auf ganz hoher Ebene angelangt ist. Die haben ja sogar eine eigene UFO-Untersuchungsbehörde. Präsidenten wie Barack Obama bis hin zu Trump haben sich dazu sehr positiv geäußert und gesagt, das sehen unsere Piloten, das sind die Fliegerasse, die detektieren das mit unserer Sensorik. Also da muss schon was dran sein. Ja, ich habe das erst vor kurzem auch gelesen, dass Donald Trump das gesagt hat. Jetzt ein bisschen das ja auch für seinen Wahlkampf wie benutzt, dass er gesagt hat, ich veröffentliche dann irgendwelche UFO-Akten oder Sichtungen, wenn ich Präsident bin. Ja. Ein typischer Trump, weil er das als Präsident so gar nicht kann. Also das ist so, das hatte den Eindruck, hat er ja auch schon versucht, bei den Kennedy-Akten zu erwecken, von denen er auch versprochen hat, er würde sie alle persönlich irgendwie freigeben. Zum einen, dass er gerne irgendwelche Akten aufhebt, das wissen wir ja, aber zum anderen hat ein Präsident selbst nicht diese Befugnis. Also das muss dann schon, das geht dann, hat dann schon so eine gewisse Kommandoabfolge und da wird es Gesetze, müsste es dazu geben. Aber klar, es ist momentan auch ein Wahlkampfthema, weil das die Leute einfach stark interessieren in den USA. Es ist ein Thema, das politisch auf ganz hoher Ebene rangiert. In den USA gibt es momentan die Bemühungen um ein UFO-Enthüllungsgesetz, also UAP Disclosure Act. Und das Gesetz, dieser Gesetzentwurf, der wurde sogar von Chuck Schumer und Mike Rounds, das sind zwei hochrangige US-Senatoren. Chuck Schumer ist der Mehrheitsführer im US-Senat.
eingegeben und die wollen halt so eine Expertengruppe einsetzen, dass die Veröffentlichung von amerikanischen UFO-Akten betreut. Akten, die älter als 25 Jahre sind, müssen direkt veröffentlicht werden. Andere müssen vorher noch durch so eine Überprüfung gehen, ob da nicht irgendwelche Staatsgeheimnisse da verletzt werden und so weiter. Und dieses Gremium soll dann eben auch dem Präsidenten zwar unterstellt sein, hat aber eben Befugnisse, die noch darüber hinausgehen. Das Beispiel, das Vorbild für dieses Gesetz ist tatsächlich der John F. Kennedy-Gesetz zu der Veröffentlichung dieser Akten. Und um nochmal auf Trump zurückzukommen, also er könnte das so einfach gar nicht machen, aber er hat es zumindest mal versprochen und er hat auch nicht alle Kennedy-Akten veröffentlicht. Spannend ist ja aber eben in den USA im Vergleich zu hier, dass das Thema halt auf so einer hohen Ebene angekommen ist und das ist eines der wenigen politischen Themen in den USA aktuell, gerade im Wahlkampf ist, das von beiden Parteien vorangetrieben wird. Also Chuck Schumer ist ja der Mehrheitsführer der Demokraten und Mike Rounds ist ein republikanischer Senator und die wollen beide sich um mehr Transparenz zu dem, was die USA über UFOs wissen, bekommen. Und das wäre tatsächlich, wenn dieses Gesetz jetzt durchkommt, das wird jetzt gerade aktuell verhandelt in den Ausschüssen, ob das in das Budget des Verteidigungshaushalts für nächstes Jahr eingeht, das wäre halt schon eine ziemlich große Sache. Und wie gesagt, Präsidenten haben sich dazu geäußert, Barack Obama, Bush, und wenn man sich die Videos anschaut, das ist schon sehr spannend. Also da wird auch nicht mehr drüber gewitzelt, wie das früher mal der Fall war. Also Obama hat mal, ich glaube mit, ich weiß nicht genau, wie der Talker heißt, mit einem US-Talker darüber geredet und dann hat der ihn nach den UFO-Akten gefragt und Obama wird plötzlich, das ist eigentlich so ein Comedian-Moderator, so ein Talkmaster. Und Obama wird plötzlich für jeden ersichtlich relativ ernst und sagt, I cannot tell you. You know? Und dann sagt der andere, ja gut, dann nehme ich das jetzt mal als ein Ja, dass er UFO-Akten gesehen hat. Und Obama sagt einfach nur, okay. Also, und das ist natürlich eine Situation, die wir in Deutschland hier noch gar nicht haben. Also man muss sich das vorstellen, momentan würde Friedrich Merz gemeinsam mit der Vorsitzenden vom Bundesrat ein Gesetz einbringen wollen, in dem es um die Veröffentlichung von deutschen UFO-Akten gehen würde. Das wird keiner glauben und das wird irgendwie, das wäre total, ja, die meisten Leute würden denken, das wäre ein schlechter Scherz. Aber in den USA ist es tatsächlich Fakt. Also das kann auch jeder nachlesen. Das ist jetzt keine Erfindung vom Andreas Müller, der sich für UFOs begeistert. Aber diese deutschen UFO-Akten, die existieren, oder? Die existieren auch. Jetzt nicht in der Form, wie das in den USA ist, wo diese offenbar gebündelt irgendwie bearbeitet und aufbewahrt werden. Es gibt ja in den USA mit der Arrow tatsächlich eine Behörde, die sich ähnlich wie die NASA mit der Auswertung von UFO-Sichtungen durch Militär- und Geheimdienstmitarbeiter beschäftigt. Mhm. Die heißt Arrow und macht das ganz offiziell. Sowas haben wir in Deutschland nicht, zumindest mal nicht auf politischer Ebene. Aber wie gesagt, wir haben ja die schon langjährige UFO-Forschungsorganisation Laien, Wissenschaftler, aber mittlerweile gibt es an der Universität Würzburg das IFEX, das Interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik, und die erforschen neben Raumfahrttechnologien unter anderem eben auch tatsächlich ganz offiziell im Forschungskanon der Universität, eine der hochrangigsten Universitäten in Deutschland, auch UAP. Es gibt doch auch, das habe ich auch auf deiner Seite jetzt gelesen und ich habe das auch irgendwann, als du das veröffentlicht, das ist schon jetzt, aber es ist relativ aktuell gewesen, dass man irgendwie so eine Kamera auf dem Mars installiert, die schaut, ob es da ungewöhnliche Aktivitäten am Marshimmel gibt. Das fand ich ja irgendwie total, also so ein bisschen Sci-Fi, aber irgendwie ist das ja faszinierend, finde ich. Ja. Also vielleicht sollte man transparentmäßig dazu sagen, dass ich der Pressesprecher von diesem Institut bin. Es ist kein Institut, es ist halt ein Forschungszentrum. Und tatsächlich momentan gibt es, schon seit längerem Plan, die deutsche Raumfahrtagentur des DLR plant langfristig eine deutsche Mars-Mission.
zum Mars und die wollen den riesigen, einen riesigen Canyon auf dem Mars, Valles Marineris, erforschen. Das ist, wenn man Bilder vom Mars sieht, sieht man oft auch so wie so eine Narbe. Und das ist halt dieser riesige Grabenbruch auf dem Mars. Da gibt es ganz viele Höhlen und Seitentäler und ist Kilometer tief. Und das soll halt erforscht werden und eben nicht nur mit einer einzigen, mit einem einzigen Rover, sondern mit einer ganzen Bandbreite an verschiedenen Sonden, also Rover, einen Orbiter braucht man natürlich und das IFEX entwickelt zum einen so einen Roboterschwarm, das sind Drohnen, die nicht so fliegen, wie wir das uns so vorstellen, sondern die sehen aus wie große Ahornblätter und die können abgeworfen werden und auch gesteuert werden und die rotieren so, wie auch so ein Ahornblatt nach unten fällt und die verteilen sich dadurch in eine viel größere Fläche, als jetzt nur mit einer einzelnen Drohne das gemacht werden kann. Und damit zum Beispiel auch ein Rover, der in so eine Höhle auf diesem Mars Canyon hineinfährt und die ergründet, seine Daten zu einem Satelliten, der den Mars umkreist, senden kann, der dann die Daten zur Erde schickt, brauchst du ja so Relaisstationen. Also tatsächlich so ein bisschen, wie man das aus so Science-Fiction-Filmen auch kennt bei solchen Forschungen. Und eine dieser Relaisstationen wird tatsächlich, soll eine Kamera bekommen, die den Marshimmel im Auge behält. Und das irdische Vorbild für diese Kamera sind KI-gestützte Stereokameras, die wir schon seit vielen Jahren in Norwegen, in Hessdalen platziert haben, aber auch auf dem Dach der Universität in Würzburg. Und die sucht tatsächlich den Himmel nach allem ab, was da fliegt. Und sortiert dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bekannte von bestenfalls unbekannten Phänomenen aus. Auf dem Mars erhofft man sich jetzt zum einen, dass man zum Beispiel Meteore in der Atmosphäre sieht. Das wäre jetzt eine ganz normale astronomische Beobachtung. Aber da die Kameras ja für UAP ausgestattet sind, sollen die auch nach unidentifizierten Flugobjekten am Marshimmel Ausschau halten. Die Idee dahinter ist auch viel bodenständiger, als sich das im ersten Moment vielleicht anhört. Wenn es UAP, wovon wir ausgehen, auf der Erde, am Erdhimmel zu sehen gibt, dann vermutlich auch auf dem Mars. Der Mars ist in so vielen Dingen der Erde ähnlich, von der Geologie her bis hin zur, hat ja immer noch eine, wenn auch sehr viel dünnere Atmosphäre zum Beispiel, teilweise Bedingungen, dass Wasser unter bestimmten Bedingungen in flüssiger Form austritt und so weiter. Man hat ja auch ganz viel Wasser im Marsuntergrund gefunden. Also da gibt es sehr viele Übereinstimmungen. Und das wäre natürlich eine sensationelle Entdeckung, wenn wir auf dieser Marskamera UFOs sehen würden. Denn das würde ja gleichzeitig auch ganz viele irdische Erklärungen ausschließen, wie Flugzeuge, Vögel, Insekten, Satelliten, denn wir wissen ja, dass welche Satelliten, im Gegensatz zur Erde, wird der Mars ja nur von wenigen Satelliten umkreist. Auch so, also Entschuldigung, wenn ich unterbreche, auch militärische Objekte, gell? Wenn man sagt, ja, okay, das ist vielleicht irgendwas Geheimes, Militärisches, das wäre auf dem Mars fast unmöglich, ja, außer es könnte in den Weltraum fliegen, aber wahrscheinlich nicht. Ja. Und weil jetzt das IFEX auch selbst ergebnisoffen an diese UFO- oder UAP-Suche rangeht, also nicht sagt, das sind jetzt zwangsläufig außerirdische Besucher, diese aber natürlich nicht ausschließen möchte, ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und tatsächlich ist das jetzt das erste Mal, dass der Bund über das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, erstmals ein Forschungsprojekt mitfinanziert, das ganz klar und ohne große Umschreibung eine UAP, also eine UFO-Komponente, beinhaltet. Und schon im nächsten Jahr wird diese ganze Technologie in einem irdischen Steinbruch erstmals getestet. Also das sind wirklich ganz handfeste Projekte, die da angegangen werden. Und man sieht auch hier, dass dieses Stigma der UFOs, wie gesagt, man hat nicht alle Tassen im Schrank, auch hier langsam sozusagen, Gott sei Dank, auch abgebaut wird. Denn das sind ja, Wissenschaft soll sich ja für Dinge interessieren und sie nicht per se abstreiten. Aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis das tatsächlich auf dem Mars hochgeschossen wird, oder? Genau, also wir sind ja erst in der, wobei
Also da gibt es noch keinen festen Zeitplan dafür, aber wie man sieht, die Hardware wird schon nächstes Jahr einem irdischen Test unterzogen und danach, wenn das dann weitergeht, muss man natürlich diese ganze Hardware an die Bedingungen auf dem Mars anpassen, die ja viel, viel extremer sind. Da ist es viel kälter, da ist es da ungeschützt von kosmischer und solarer Strahlung und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Projekt, wo man so erst am Anfang da sitzt und sagt, ah, wir könnten doch mal, sondern das ist schon durch diese Förderung jetzt auch über das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, mir fällt jetzt der genaue Begriff jetzt nicht ein, aber das ist also eine ganz feste und wichtige Sache und natürlich für die UFO bzw. die UAP-Forschung auch nicht nur in Deutschland ein sehr, sehr großer Schritt, dass erstmals diese Förderung jetzt stattfindet. Was denkst du denn, warum, und ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, aber warum wir uns vielleicht in Deutschland oder in Europa so schwer tun mit dem UFO-Phänomen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Bekanntenkreis oder so erzähle, dass du bei mir zu Gast bist, ist immer so ein bisschen, die gucken mich, manche davon gucken mich an, als würde ich sagen, ich lade so einen Koboldforscher ein oder so. Der sucht immer nach Kobolden oder keine Ahnung, weißt du so? Also das ist immer so, aha, okay, also. Warum ist das unsere Mentalität? Oder weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, als wir jung waren, also in den 90ern oder so, da war das ja ein viel größeres Thema, auch so diese Entführungen von und so. Also, und jetzt ist das ja so ein bisschen aus den Medien ein bisschen verschwunden. Also in Amerika, wie gesagt, ist es was anderes, aber jetzt, wenn es um hier geht, an was liegt das? Naja, das ist natürlich so eine jahrzehntelange Anerziehung, muss man fast schon sagen. Ne? Man hat das Thema, das wurde ja auch wissenschaftlich sehr, sehr stiefmütterlich jahrzehntelang behandelt. Tatsächlich war das so ein bisschen Finger-weg-Thema am besten. Es war nicht unbedingt ein Karriere-Boost, wenn du plötzlich gesagt hast, du erforschst als Universitätsprofessor irgendwie auch noch UFOs. Da kam natürlich auch die mediale Umsetzung dazu, die das Ganze irgendwie gerne so in so eine Gag-Schublade gelegt hat. Aber natürlich auch das Thema an sich muss man, will ich auch nicht aus, will ich auch nicht, es ist einfach auch ein Thema, was gerade in der heutigen Zeit unheimlich viel mit irgendwelchen Unsinnmeldungen und gefälschten YouTube-Videos und so einhergeht. Also das, und die Leute, das ist natürlich ja auch keine angenehme Vorstellung, dass da irgendwas ist, was am Himmel fliegt, das sich mit uns sozusagen den Luftraum teilt, wie viele Menschen fliegen jeden Tag. Das ist ja, wenn da Dinge sind, die wir weder identifizieren und damit auch nicht kontrollieren können, ist das so ein Faktor, das macht vielleicht vielen Leuten so ein bisschen Angst. Und in Deutschland war das eben auch lange Zeit der Fall. Das habe ich jetzt umso mehr durch mein aktuelles Buchprojekt, an dem ich arbeite, herausgefunden. Da widme ich mich den UFO-Fällen, den UFO-Akten aus Project Blue Book aus dem deutschsprachigen Raum. Project Blue Book war eine UFO-Untersuchung der US Air Force in den 50er, 60er Jahren. Und die haben aber nicht nur UFO-Sichtungen von Militärs in den USA untersucht, sondern weltweit. Und da finden sich so rund 100 Fälle auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die habe ich mir nochmal neu angeguckt. Also diese Blue Book-Akten, die sind mittlerweile digitalisiert einsehbar. Und da wird klar, dass zum Beispiel, also man muss teilweise nach spektakulären UFO-Sichtungen in Deutschland in amerikanischen Archiven suchen, weil die Deutschen das damals nicht untersucht haben. Das war ja auch eine Situation, die politisch bedingt war. Deutschland nach dem Krieg war besiegt. Die alliierten Mächte hatten sozusagen die Oberhand, vor allem militärisch. Deutschland war ja bis zur Wiedervereinigung nur teilweise souverän. Und da kann man schön auch an diesen Akten sehen, dass teilweise zwar deutsche Wissenschaftler dazu gearbeitet haben. Zum Beispiel gab es einen Geologen, der hieß Drescher Kaaden. Das war in den 50er Jahren eine ziemlich große Nummer im deutschen Wissenschaftsbetrieb. War einer der Gründungsväter der, soweit ich weiß, der Fraunhofer-Gesellschaft. Also wirklich eine ganz große Nummer. Und der hat einen vermeintlichen Absturz von einem unidentifizierten Flugobjekt in Hamburg
Hamburg untersucht, hat aber diese Ergebnisse nicht der Bundesregierung, die es ja damals auch schon gab, mitgeteilt, sondern einen Bericht an Blue Book geschrieben. Und das sind natürlich so Entdeckungen, die so, da muss man ziemlich lang suchen in den Blue Book-Akten, aber die sind halt da und die zeigen halt so eine Situation, dass Deutschland sozusagen für die, offenbar für die Untersuchung von UFO-Vorfällen gar nicht verantwortlich war, sondern eben die Alliierten. Und das ist halt, wenn man sich dafür nicht verantwortlich zeigte, dann musste man darauf auch nicht reagieren und das hat sich so weitergetragen. Erst so in den 80er Jahren, so in der, so im Kalten Krieg, gab es dann eine UFO-Akte vom BND, vom Bundesnachrichtendienst. Die haben sich für UFOs an der innerdeutschen Grenze interessiert. Natürlich nicht, weil sie, wie du eben sagst, das kleine grüne Männchen gesucht haben, sondern die wollten wissen, spioniert da die DDR oder die Sowjetunion gen Westen. Und tatsächlich sind die meisten dieser Fälle in dieser Akte auch so erklärbar, aber auch da finden sich halt so zwei, drei interessante Fälle, die selbst aus heutiger Sicht, wo wir ja die Technologie von damals kennen und die Vorfälle auch politisch viel besser einschätzen können, wo nicht klar ist, was ist damals da beobachtet worden von Grenzschutzbeamten. Und das sind tatsächlich, die Akte heißt auch UFO und findet sich heute noch im Bundesarchiv in Koblenz, die eben nach einer gewissen Zeit die Akten auch vom BND übernehmen. Also im Grunde so getreu dem Motto auch, wenn wir nicht hinschauen, ist da auch nichts. Oder wenn wir nicht drüber reden, ist auch nichts da. Es ist ein bisschen so. Also ich versuche ja schon seit Jahren vom Verteidigungsministerium oder Innenministerium Antworten darauf zu bekommen, ob sich auch Deutschland an den Untersuchungen der USA, die so seit jetzt 2020 etwa laufen und immer wieder darauf pochen, dass man auch mit international alliierten Partnern das Phänomen untersucht, ob man sich da beteiligt. Und dann bekommt man immer nur so oberflächliche Antworten wie, naja, wir tauschen uns über alles Wichtige mit unseren Partnern aus. Immerhin, das ist ja schon mal eine Aussage, also es wird als wichtig eingestuft und man tauscht sich da aus. Aber zum Beispiel ist es auch so, es gab ja diese, wann war das, vor 2 Jahren gab es ja diese Abschüsse von diesem China-Ballon über Amerika. Und am Wochenende darauf wurden ja noch weitere Objekte abgeschossen, von denen man bis heute nicht weiß, was es eigentlich war. Tatsächlich, also es wird zwar, wenn man so Nachrichtensendungen oder so anschaut, wird es gerne auch als Ballons dargestellt, aber man kann das von Aussagen des Verteidigungsministeriums, US-Verteidigungsministeriums überprüfen. Also was die da genau abgeschossen haben, ist noch nicht so klar. Und auch die Pilotenbeschreibungen, das hört sich manchmal nicht so wirklich nach einem Ballon an. Aber nachdem man in den USA diesen Ballon, diesen China-Ballon, wie er da bezeichnet wurde, dann identifiziert und abgeschossen hat, hat man auch die Radar-Algorithmen umgestellt. Mittlerweile können die amerikanischen Radars also sehr viel langsamere Objekte, sehr viel schnellere Objekte, Objekte orten, die sich sehr viel tiefer und sehr viel höher bewegen, als das bislang eingestellt war. Und vor allem auch Objekte mit exotischen Flugeigenschaften. Und da war es zum Beispiel so, und das gebe ich einfach mal so weiter, da kann man sich selbst seinen Reim drauf machen, dass ich gefragt habe beim Bundesverteidigungsministerium, ob auch das deutsche und europäische Radar entsprechend angepasst wird, weil man seither sehr viel mehr Objekte geortet hat in den USA. Und dann kam die Antwort, dass man dafür keinen Grund sieht, weil man keinen UFO-Fall kenne, in dem man ein Objekt nicht hätte identifizieren können, beziehungsweise wo irgendwelche Objekte eine Bedrohung für die Bundesrepublik darstellen. Mhm. Wie gesagt, das zu interpretieren, überlasse ich jedem. Unser potenziell größter alliierter Partner, die USA, tun das, registrieren dadurch Flugobjekte, die sie vorher nicht auf dem Schirm hatten. Wir tun das nicht. Mhm. Und gerade in der aktuellen geopolitischen Lage ist das natürlich meiner Meinung nach jenseits jeglicher Frage von kleinen grünen Männchen und außerirdischen Besucher, was faszinierend wäre. Aber natürlich von, wo wir es durch den Krieg gegen die Ukraine mit Hyperschallwaffen und so zu tun haben,
Ja, finde ich, sollten auch wir irgendwie sehr genau wissen, was an unseren Himmeln fliegt. Und die Aussage, es hätte in Deutschland noch nie eine UFO-Sichtung gegeben, die nicht erklärt werden konnte, die stimmt so eben auch nicht. Es gibt Fälle, die habe ich selbst mit untersucht, gemeinsam mit der deutschen Flugaufsicht daran auch gearbeitet. Es gibt auch in diesen Akten, wie gesagt, in dieser BND-Akte gibt es ganz viele Fälle, die nicht identifiziert wurden. Also die Aussage, wir haben noch nie was geortet, was wir nicht auch identifizieren konnten, die ist zumindest mal, ich will mal sagen, sie ist nicht richtig. Mhm. Naja, ich meine, das ist, ich habe ja auch gerade eben so gedacht, wenn man sich das überlegt, wenn jetzt wirklich ein UFO, ein außerirdisches UFO landet, du wärst ja, also die würden dich ja überrennen, die würden ja in jede Sendung würden die dich einladen, du wärst ja, also gefragter denn je, oder? Also von heute auf morgen, glaube ich, weil die hätten ja gar keine Antworten mehr, die würden ja dann immer sagen, oh, Herr Müller, sagen Sie doch mal, was ist denn jetzt und so, ja. Also das Schöne ist ja, dass aus dieser Facette oder dieser Idee, dass UFOs dann außerirdische Besucher sind, das ist ja vor allem aus wissenschaftlicher Sicht extrem spannend. Und das ist eigentlich ja auch der Antrieb, unter anderem einer der Antriebe für diese Forschung, die dann mittlerweile auch auf akademischer Ebene gemacht wird. Denn es wäre ja fatal, wenn wir uns diese Chance einer solchen Entdeckung entgehen lassen würden, nur weil wir nicht danach suchen, weil wir sagen, nee, Außerirdische, das kann ja gar nicht sein, die können ja gar nicht hierher kommen, denn die sind ja viel zu weit weg und wenn sie hierher kommen, dann stürzen sie irgendwie ab, ach, wie komisch und alles Mögliche, ne? Das ist ja alles Käse. Tatsächlich sind diese Argumente natürlich schwach beziehungsweise bis hin zu falsch. Und deswegen, also wir sollten anerkennen, dass Leute schon seit Jahrhunderten Dinge am Himmel sehen, die sie nicht verstehen. Zu Zeiten, in denen es noch keine irdische Technologie gab, die überhaupt fliegen, geschweige denn irgendwie in erdnahen Orbit kommen konnte. Die Sachen werden heute noch gesehen, die werden registriert von den besten Fliegern, Kampfpiloten auf dieser Welt, die den Finger am Abzug haben sozusagen und die eigentlich eine Verantwortung tragen, in der unser aller Schicksal liegt. Wenn man das mal so, es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, ist aber ja letztendlich so. Und die sollen plötzlich nicht in der Lage sein, irgendwie ein fernes Flugzeug und dessen Hitzesignatur nicht von einem Objekt zu unterscheiden, das sie nicht identifizieren können. Also es gibt dann zwei Situationen. Entweder das ist so und dann sind wir wirklich, ich sag mal zu Deutsch, am Arsch, weil diese Flieger und diese Piloten, diese Kampfpiloten nicht Herr ihrer Instrumente und ihrer eigenen Fähigkeiten sind. Oder es ist anders und dann wird diese Top-Technologie der USA, aber auch anderer Länder von Objekten regelrecht ausgespielt und beides sind irgendwie keine wirklich beruhigenden Szenarien. Also wir sollten da wirklich wissen, was es da ist. Und wenn wir dann noch irgendwie einen Erkenntnisgewinn draus ziehen, wenn wir tatsächlich eines dieser UFOs ein außerirdisches Artefakt ist, das muss ja kein bemanntes Raumschiff sein. Das wird oft in der Diskussion irgendwie vergessen. Das kann ja auch eine Sonde sein, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auf dem Weg zu uns ist. Und da sitzt niemand drin. Das ist vielleicht eine KI oder einfach nur ein Haufen Schrott, der noch hier ankommt. Aber das wäre ja ein Erkenntnisgewinn, auch ein Prozess. Wir würden uns selbst mit einem Mal plötzlich ganz anders im Universum unseren Stand ganz neu einstufen können. Und wir würden plötzlich merken, dass wir nicht nur nicht die einzige, sondern vielleicht auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sind. Also wobei, ich glaube, hat nicht Stephen Hawking auch mal gesagt, wir sollten uns das eigentlich nicht wünschen, dass Außerirdische uns besuchen, weil sie letzten Endes, wenn sie eine ähnliche Motivation hätten, wie auch wir ja teilweise haben, uns wahrscheinlich ausbeuten wollen in erster Linie, dann wäre das nicht so gut. Ja. Das ist natürlich ein Szenario. Also ich meine, Stephen Hawking hat dann natürlich hat einige solche populistischen oder populären Aussagen gemacht, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich eindeutig waren oder fundiert waren. Denn es kann natürlich auch ganz anders sein. Wovon wir ausgehen können, dass wenn uns hier irgendjemand erreicht, der dann auch da drin sitzt, also jetzt mal abgesehen von so einer Sonde, die vor tausenden Jahren einfach mal in Richtung Erde geschickt wurde,
Dann müssen wir da davon ausgehen, dass diejenigen tatsächlich uns technologisch weit überlegen sind. Denn wir, für uns ist das momentan und in absehbarer Zeit nicht möglich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also sie werden dann nicht nur in Antriebstechnologie uns überlegen sein, sondern auch in anderen Entwicklungen. Und dann ist es halt die Frage, wie sind die so drauf? Also was ist die Intention? Kommen die als Wissenschaftler à la Enterprise und Captain Picard und Kirk hierher und haben irgendwie so eine erste Direktive des Nicht-Eingreifens und auch eine, ganz zu schweigen davon, uns irgendwie da wegzuballern? Oder sind das vielleicht was, also das ist natürlich alles reine Spekulation, aber man kann sich ja schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, indem man sich Gedanken über diese Szenarien macht. Es könnte ja auch sein, dass das Wesen sind, die eine ganz andere Moral und Ethik haben, die vielleicht gar nicht, die vielleicht keine Emotionen besitzen, wie wir sie kennen. Und, oder selbst wenn sie Emotionen haben, dass die eine, auf ganz anderen Grundlagen existieren. Das heißt, wenn die hier jemanden weglasern und wegbeamen, dass sie das noch nicht mal irgendwie als aggressiven Akt wahrnehmen, was wir als aggressiven Akt wahrnehmen. Das sind also alles solche Möglichkeiten. Und jetzt kann man sagen, ja, das kann man das alles belächeln, aber es gibt ja auch mittlerweile in Deutschland einige angesehene Soziologen, Universität Bremen, in Freiburg sitzen welche, die darüber ganze Abhandlungen, Bücher und Facharbeiten geschrieben haben, die gesagt haben, irgendwann wird dieser Moment vermutlich kommen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir allein im All sind, ist rein statistisch unheimlich gering bei der Größe und Anzahl der Sternensysteme und Planeten. Und da ist es besser, wenn wir uns mal damit beschäftigen, was passiert denn, wenn die tatsächlich hierher kommen? Was würden wir, ich finde, das sind auch spannende Fragen, die man sich auch dann stellen kann, wenn man nicht an UFOs glaubt, in Anführungszeichen. Was würden wir tun, wenn uns technologisch überlegene Außerirdische hierher kommen, besuchen, hier landen und uns anbieten? Sie würden uns einige unserer Probleme von heute auf morgen lösen, zum Beispiel Klimaprobleme, Klimawandel. Sie geben uns eine Technologie, mit der wir das Ganze von heute auf morgen ab- und umstellen können. Sagen aber dazu, gegen diese Technologie, da hätten wir aber gerne auch was dafür. Und diese Forderungen würden zum Beispiel unseren moralischen und ethischen Vorstellungen widersprechen. Was wären wir vielleicht gewillt aufzugeben? Würden wir diesen Deal eingehen? Zum Beispiel, es gibt einen Jurist in Durham, der kommt tatsächlich ursprünglich hier aus dem Saarland, der Michael Bolander. Der beschäftigt sich an der Durham University genau mit diesen Fragen und er hat das verglichen mit diesen alten Märchen und Legenden mal von irgendwelchen Städten und Dörfern, die von einem Drachen oder von einem Ungeheuer bedroht werden. Und das Ungeheuer lässt die so lange in Ruhe, solange da jedes Jahr irgendwie eine Jungfrau geopfert wird. Oder ein junger Mann, von mir aus auch, ist ja egal. Und solange die das tun, solange die immer, was weiß ich, die Töchter opfern und so geben, ist da alles gut. Und dann brauchen wir halt irgendwann den Helden, der von dem Ungeheuer befreit. Kennen wir alle die Geschichten. Ja, was wäre, wenn, übertragen jetzt auf außerirdische Besucher, die uns sowas anbieten würden, die uns vielleicht bedrohen würden oder eben auch sogar sagen, hey, wir lösen euren das Klimaproblem von heute auf morgen. Aber wir bräuchten dann so 100 von eurer Rasse für, weil wir daran interessiert sind. Zu welchen Zwecken auch immer, überlasse ich jetzt jeder Mann und jeder Frau's Fantasie. Würden wir den Deal eingehen oder würden wir sagen, nee, das widerspricht unseren Vorstellungen davon, wie man mit Menschen umgeht. Ja, vom Gedankenexperiment finde ich es auch spannend. Ich glaube halt für die Lösung der Klimakrise, glaube ich, wird es keiner machen, aber für Klumpen Gold dann schon eher. Also das würde ich dann eher tendenziell sagen. Also wenn man wirklich was bieten würde, wo alle denken, boah, geil, wenn ich das habe, dann würden sie sagen, hier, bringt die Jungfrauen ins Raumschiff mit ihnen. Aber ich glaube, für so soziale Sachen, Klimakrise, da hat da kein System, scheißegal. Naja, es war jetzt ein Bild von vielen Möglichkeiten, ne, die man sich da vorstellen kann.
Was ich aber eigentlich, glaube ich, meinte, ist, es ist besser, sich jetzt, wo dieses Szenario noch nicht eingetreten ist, darauf vorzubereiten, diese Fragen zu stellen, auch gesellschaftlich vielleicht zu diskutieren, als in dem Moment, wo sie landen, ist es zu spät. Da ist es für diesen Dialog auch zu spät. Da ist es, ist es für diese Auseinandersetzung, für diese Entscheidungsfindung. Und dann wird irgendwann, dann würde wieder jemand die Entscheidung treffen, hoppla hopp, und die Hälfte der Bevölkerung ist nicht einverstanden und wie auch immer. Ich glaube, ja. So Aspekte, die denke ich, die kann man mit diesem Thema ganz gut als, wie du sagst, Gedankenspiele verbinden. Und das ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist für mich. Natürlich, ich finde es auch super spannend, weil man normalerweise dann auch natürlich nicht im Alltag darüber so nachdenkt. Aber ich denke halt, dass nicht nur diese Fragen bei einem möglichen Besuch im Raum stehen, sondern ich glaube halt auch, dass der psychische Faktor, das glaube ich, ist halt extremst hoch. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, wenn wirklich sowas passieren würde oder und man würde vielleicht auch, es wäre eine Lebensform, die man halt ja nicht kennt, deswegen ist sie ja auch außerirdisch, viele würden aus dem Fenster springen, glaube ich. Also ich glaube, manche würden auch das psychisch gar nicht so aushalten, dass die Welt nicht mehr so klein ist, wie sie sich vorgestellt haben, weil viele halten ja an diesem Kleinen so fest, weißt du? Wenn ich alles weiß, wie da ist mein Haus, mein Auto, meine Frau, dann hat der Tag Struktur, also so. Und dann kommt, also weißt du, so jetzt der normale Mensch, sage ich mal, und dann kommt da so ein UFO an und dann steigen da so welche aus und sagen, so pass mal auf hier, wir wollen eure Jungfrau oder was auch immer. Ja, dann das ist da psychisch ganz schwierig, glaube ich. Und jetzt kommen da in den USA Typen, langjährige Geheimdienstmitarbeiter, Name David Grush ist vielleicht schon mal gehört worden, weil war auch in allen deutschen Medien hier. Und sagt, er hätte da für Programme gearbeitet, hätte Kenntnis über Programme, die in den USA schon seit Jahrzehnten laufen, die außerirdische, also nichtmenschliche, so nennt er es, Flugkörper geborgen haben, versucht haben rückzuentwickeln und an Bord dieser Sachen auch Biologika, auch das seine Bezeichnung für Insassen, gefunden und geborgen haben. Und die das seit Jahrzehnten machen, im Geheimen am Kongress zum Beispiel vorbei, an der Aufsicht von US-Regierung und Kongress vorbei. Und dass die schon längst hier sind. Und dass man versucht, da Technologien zu entwickeln, von denen man der Öffentlichkeit nichts erzählt, mit denen man vielleicht tatsächlich schon die ein oder anderen Probleme hätte lösen können. Energiekrise, Klimakrise und so weiter. Und da kommen jetzt Leute und die sagen vor dem US-Kongress unter Eid aus. Und das sind Leute, deren Biografie, deren Vita man nachvollziehen kann. Und man sieht, okay, ja, das stimmt. Und dann gibt es Admirale, Drei-Sterne-Generäle von US-Armee, die sagen, naja, vielleicht jetzt nicht jede einzelne Aussage, aber grundsätzlich hat der David Grush recht. Und da kommen Leute an die Öffentlichkeit wie Malmgren, das war ein Berater von mehreren US-Präsidenten, von Kennedy über Nixon und so weiter. Und der sagt, ja, ich wurde schon zu meiner Zeit, zwar nicht offiziell, aber sozusagen im Vier-Augen-Gespräch und privat, von einem CIA-Direktor über nichtmenschliche Technologien gebrieft. Das ist die Situation, die jetzt in den USA mehr und mehr sich verfestigt und wo die Leute wirklich sich diese Fragen stellen, in welcher Realität leben. Wer ist denn da der Dumme oder der Verrückte? Ne? In welcher Realität leben wir tatsächlich? Und das ist sozusagen die Situation, mit der sich Leute so auseinandersetzen, die in dem UFO-Phänomen mehr als fliegende Untertassen und Glenn. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie so dieses, was man jetzt so wie auf der Straße kennt, so dieses Area 51-Prinzip, oder? Dass man letzten Endes wie tote kleine Aliens findet, die sind abgestürzt und so weiter und dann benutzt man das für wie Independence Day oder so, da haben sie es glaube ich auch gemacht, ja. Und dann guckt man, untersucht man diese Technologie, benutzt die vielleicht auch in der eigenen Technologie, was dann wieder ja auf militärische Zwecke oder Hintergründe, also ein Anzeichen dafür wäre, dass man sagt, naja gut, man benutzt vielleicht irgendwelche
Technologie in eigenen Fluggeräten und deswegen sehen wir auf einmal ganz schnell was an uns vorbeifliegen. Ja, ja, das wäre natürlich möglich, dass manche echten UFOs tatsächlich doch irdischen Ursprungs sind, aber was wir sicher sagen können, ist, dass sie keine, also dass wir zumindest mal, und das sieht man jetzt ja ganz auf dramatische Weise im Krieg gegen die Ukraine, da fliegt nur konventionelles Zeug rum. Ja, also von der Drohne, die irgendwie ja nichts anderes als ein Quadcopter ist, selbst bis hin zu den Hyperschallwaffen, die Putin hat und die auch die Amerikaner und so und wie auch immer, das sind trotzdem noch konventionelle Flugkörper. Die fliegen zwar ein bisschen schneller, eben mit Hyperschall, aber das Hyperschall hatten wir früher auch schon. Also das ist jetzt keine per se neue Technologie, sondern es ist eine Frage, wie ich die jetzt an Lenkraketen oder so einbaue. Aber die Sachen haben immer noch Flügel, die haben immer noch einen relativ konventionellen Antrieb, einen Verbrennungsmotor im weiteren Sinne. Also irgendwas verbrennt da, was die Düse speist und was eben den Antrieb darstellt. Wir haben einen Ruder, wir haben einen Antrieb über Rotoren vielleicht. Wir haben auch Formen, die irgendwie aerodynamisch sind. Und das UFO-Phänomen oder die Dinge, die wir da sehen, die teilweise ja auch schon von Navy-Piloten, Bordkameras veröffentlicht wurden, die widersprechen halt diesen aerodynamischen Eigenschaften. Die haben keine Antriebe, die haben keine Flügel, die haben kein Ruder, die haben, nennt man, eine Tür zum Ein- und Aussteigen und bewegen sich mit Geschwindigkeiten und in Manövern davon. Das würde kein Mensch, der da drin sitzt, mit unserer Technologie und unserem Wissen über die Physik irgendwie überleben. Und ich habe jetzt auch gerade aktuell was gesehen, das war auch so ein Foto, was gepostet wurde auf deiner Seite, also ein Artikel war das natürlich, über ein Phänomen und das war wie, sah aus, also war ein Flugobjekt, sah aus wie so eine Schwalbe, also so, das war so schwarz. Tatsächlich sogar über Deutschland. Ach, war das über Deutschland, ja? Das war eine der Fälle, die dieser GEP, von der ich gesprochen habe, und jeden Monat veröffentliche ich deren Sichtungseingänge sozusagen. Und das sieht aus wie ein Fluggerät, das sieht aus wie ein modernes Fluggerät. Es sieht aus halt auch ein bisschen wie ein Vogel. Also in dem Sinne, dass man sagt, dieses Fluggerät könnte sogar ein Vorbild in der Natur haben. Das war meine erste Assoziation. Mhm. Weil das wird ja öfter mal gemacht, dass man im Grunde sagt, wenn man sich Fluggeräte anschaut, sagt man, ja, das ist so ähnlich wie der Vogel oder wie die Libelle oder was auch immer. Und da ist das aber ähnlich, nur dass es eben diese Form hat oder so eine geknickte Flügelform hat, sage ich mal, die man jetzt nicht kennt. Ja, so. Nee, wir kennen sie nicht, aber man muss auch dazu sagen, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Auch dieses Foto ist jetzt noch nicht durch den kompletten Untersuchungsprozess gegangen. Was wir daraus sehen, bislang ist es nicht identifiziert. Das muss aber jetzt nicht per se heißen, dass das jetzt ein super UFO-Foto bleibt, sozusagen. Aber auch da würde ich mal noch sagen, mir ging es ja ähnlich wie dir, als ich das Foto gesehen habe, dachte ich im ersten Moment eher an was Irdisches als an was Unkonventionelles. Yeah. Weil man, auch wenn so jetzt kein Flugzeug direkt aussieht, aber auch, ich bringe das mal auf die andere Ebene mit den Tarnkappenbombern, die uns immer so als exotische Technologie vorgestellt werden, auch die sehen letztendlich nur aus einem bestimmten Winkel komisch aus. Die haben weiterhin zwei Flügel, die haben ein Cockpit, die haben Landegerät, also Räder, wenn sie dann landen, und haben einen konventionellen Antrieb. Die fliegen halt schneller und sind schlechter zu orten. Aber letztendlich sind das alles noch, was wir auch im Krieg gegen die Ukraine sehen, das sind alles noch Flugzeuge, wie wir sie kennen. Nur in einem Fall tatsächlich, da hat eine ukrainische Drohneneinheit vor ein paar Monaten was gefilmt, was bis heute nicht erklärt war. Man sieht auf den Aufnahmen nur einen riesigen Balken, der da am Himmel hängt. Und da fängt es dann wieder an, interessant zu werden, weil dieser Balken hat keine Flügel, der hat scheinbar keinen Antrieb, der fliegt auch nicht davon, wenn die Drohne sich ihm nähert. Und hat man seither auch nicht wieder gesehen. Naja, das ist ja, also das ist eben, ich finde auch immer dieser,
Also entweder ist es dann Technologie aus außerirdischen Raumschiffen, sind es außerirdische Raumschiffe, oder ist es halt ein Phänomen, was schon mit unserer Welt zu tun hat, die wir aber halt eben noch nicht hundertprozentig verstanden haben, weil das ja eigentlich immer so war. Also die Leute haben früher ja auch viel weniger verstanden und viel weniger Phänomene verstanden. Heute verstehen wir das viel mehr und vielleicht ist das in 100 Jahren oder in 500 Jahren oder in 1000 Jahren ja auch nochmal ganz, ganz anders und man sagt dann, na gut, das ist halt das und das Phänomen, aber das konnte man damals noch nicht wissen, weil, ja. Also ich habe gerade vor 2 Tagen eine Nachricht veröffentlicht, einen Artikel veröffentlicht über einen befreundeten Astrofotografen von mir, der hat sogenannte Sprites, also Kobolde, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, so werden die genannt. Das sind Blitzentladungen oberhalb von Gewitterwolken und die schießen also nach oben und nicht nach unten wie der Blitz. Und die wurden schon im Vietnamkrieg von Piloten gesichtet und wurden gemeldet. Und dann hieß es immer, ja, das ist auch irgendwie die Spinnen oder Halluzinationen und irgendwas. Bis die dann auch vom Space Shuttle aus vor 25 Jahren gesehen und dann auch gezielt beobachtet werden konnten. Und mittlerweile gilt das als anerkanntes meteorologisches, weil es ist so an der Grenze zum Weltraum, astrometeorologisches Phänomen. Ja. Ist noch nicht so ganz verstanden, aber es ist jetzt keine außerirdischen Besucher. Aber ist eben erst 20 Jahre her, seitdem das Phänomen als Phänomen sozusagen anerkannt wurde. Vorher war das sowas wie Seemannsgarn für Piloten. Und das zeigt ja genau das, was du eben sagst. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, diese Dinge zu erforschen und sie nicht zu leugnen und zu sagen, ja, wie gesagt, er hat nicht alle fliegenden Untertassen im Schrank. Ja. Weil wir auch da, und wenn es nicht die Außerirdischen sind, Erkenntnisse rausziehen über unsere Umgebung, über unsere Welt und die Phänomene, die uns umgeben. Und wir lernen ja ständig dazu. Das ist ein ganz guter Aspekt, der auch erklärt, dass auch an der Universität Würzburg jetzt nicht per se kleine grüne Männchen gesucht werden. Ich meine, da ist man der Meinung, wenn man jetzt auf dem Mars Leben findet, weil diese Mission soll auch gezielt nach Marsleben suchen in diesem Canyon. Und es ist davon auszugehen, dass auf dem Mars keine höheren Lebewesen aktuell existieren. Vielleicht gab es die mal, es gibt bislang keine Fossilfunde dazu, aber da gab es natürlich auch keine speziellen Missionen dafür. Also man geht davon aus, dass wenn man Leben heute noch auf dem Mars findet, dann sind das Mikroben. Und du, wenn die dann grün sind, hat auch niemand was dagegen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, auch hier, man muss zuerst danach forschen, man muss die Dinge ernst nehmen, man muss auch die Leute ernst nehmen, die UFOs sehen, ne? Die vielleicht Angst haben, was da über ihrem Haus geflogen ist, oder einfach nur Interesse daran haben, was habe ich denn da gesehen? Das sind so das meiste Feedback, was ich jetzt zu UFOs bekomme. Leute schicken mir irgendwas, haben ein Foto, auf dem Foto sehen sie irgendwas Komisches und sagen einfach, Herr Müller, es interessiert mich einfach nur, was ich da fotografiert habe. Und wenn ich dann sage, das ist die Venus, gerade vor kurzem hatte ich so einen Fall, da hat jemand so der war im Urlaub auf Ibiza und hat da sowas gesehen und dann habe ich dessen Standort und dessen Blickrichtung eingegeben in so ein Astro-Programm, kann man online machen, stellarium.org, glaube ich, oder wie auch immer. Mhm. Und dann stand genau dort, wo auf seinem Foto das vermeintliche UFO steht, stand die Venus. Ah, okay. Und genau. Also das ist natürlich auch ein Teil der UFO-Forschung, den Leuten die Dinge, die sie sehen, auch zu erklären, wenn es dann keine UFOs sind. Ja, ich finde schon der Unterschied zu jetzt, weil du sagtest, das mit diesen Koboldblitzen ist natürlich, wenn man einen Blitz hat oder irgendwas Leuchtendes, ist ja nochmal was anderes, als wenn du irgendwas siehst, was aussieht wie ein Fluggerät. Also finde ich, das ist ja schon nochmal ein Unterschied, weil das ist ja wahrscheinlich kein Wetterphänomen, also ist ein komisches Wetterphänomen. Ja. Das ist halt also so dieser Unterschied. Wenn ein Air Force oder Navy-Pilot einem Objekt nachfliegt, das seine Bordinstrumente detektieren können, dann muss da ja auch was sein. Also ein Radar wird ja nicht von einer Halluzination zurückgeworfen. Und wenn das Ding dann auch noch die eigenen Fähigkeiten ausspielt, reagiert teilweise auf Signale, dann müsste das was anderes sein. Was ich ganz gute Frage finde, weil das immer wieder kommt, und das bist du ja bestimmt auch in den Diskussionen begegnet, ist,
Ja, wie sollten die hierher kommen? Ne? Ist viel zu weit weg alles. Und selbst wenn sie hierher kommen, dann stürzen sie wie in Roswell ab. Ne? Was soll das? Also völliger Quatsch. Wir haben die Technologie, um irgendwie die Weiten des Alls zu durchqueren, und sobald sie hier auftauchen, haut's die in die Wüste. Ja, So. Schwerkraft. Keine Ja, Ahnung. ne, gut, also die sollten sie ja auch kennen. Ne? Vielleicht nicht. Defizit hier von Schwerkraft, keine Ahnung. Nee, müssten sie eigentlich auch kennen, das ist richtig. Aber es gibt ja auch zum Beispiel dieses, was ich immer ganz interessant finde, dieses Fermi. Paradox, weißt du, dass man sagt, ja, okay, also dieses entweder sind wir ganz alleine, ja, oder nicht. Und wenn wir nicht ganz alleine sind, dann gibt es da auch wieder verschiedene, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau interpretiere, dieses Nicht Paradoxon, ganz. aber dass es irgendwie auch, es könnte eine Zivilisation, vielleicht klaue ich jetzt auch von verschiedenen Quellen alles zusammen, eine Zivilisation geben, die existiert dann aber nicht mehr, weil die hat sich vielleicht auch selbst zerstört und so weiter. Das hat auch was damit zu tun, gell? Kennst du es genau, dieses Fermi-Paradox? Also Also sag kurz nochmal. eigentlich ist das Fermi-Paradoxon ganz einfach erklärt. Der Fermi hat gefragt, wie kann das denn sein, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir nicht alleine sind, aber wir haben noch gar keine Anzeichen und keine Signale von diesen anderen bekommen. Und allein wegen der statistischen Wahrscheinlichkeit müssten wir die aber schon längst gefunden haben, wenn es sie gibt. Und haben halt gibt es verschiedene Ansätze, die das versuchen zu erklären. Das ist ja schon ganz gut erklärt. Die einen sagen, ja, vielleicht gibt es unterschiedliche Zivilisationen, aber nicht zur gleichen Zeit. Das ist aber nur so eine halbe Antwort, weil wir ja dann trotzdem ihre Signale auffangen müssten. Also wenn eine Zivilisation irgendwie 5000 Lichtjahre entfernt ist, dann braucht es ja auch entsprechend lange, um hierher zu gelangen. Das heißt, wir könnten Signale auffangen von Zivilisationen, die es gar nicht mehr gibt. Und trotzdem fangen wir die Signale auf. Dann gibt es sowas wie bei Star Trek, die erste Direktive, dass die zwar hier sind, aber alles dafür tun, dass wir sie nicht sehen, weil sie uns nicht kontaktieren und nicht beeinflussen dürften. Oder so eine Zoo, die Zoo Theorie, die geht so in dieselbe Richtung. Also es gibt da verschiedene Ansätze dafür. Das Problem ist, dass auch dieses Fermi-Paradoxon extrem anthropozentrisch denkt. Also man nimmt uns als Vorbild und überträgt das selbst auf Zivilisationen, von denen wir im Gedankenspiel auch ausgehen, dass sie irgendwie vielleicht schon 1000 Jahre älter sind als wir. Und wir suchen noch im Prinzip so ein bisschen wie Steinzeitmenschen nach Radiosignalen. Und die nutzen die schon ewig nicht mehr. Oder haben sie vielleicht noch nie benutzt, weil sie auf ihrem Planeten irgendwie und in ihrer Physik und in whatever einfach andere Mittel entwickelt wurden. Und wenn man sich vorstellt, wir haben in den letzten 100 Jahren haben wir einen Technologiesprung gemacht, der ist ja völlig unglaublich. Also vor, na sagen wir mal, 200 Jahren gab es noch keine Autos, es gab noch keine Flugzeuge, es gab kein Telefon, gar nichts. Wir waren noch eine rein, fast noch so vorindustrielle Kultur. Wir haben noch für jedes Ding haben wir irgendwie ein Feuer angezündet. Und was wir mittlerweile haben, allein in unserer Tasche mit Handy, ist ja unglaublich. Und wenn man diese Entwicklung jetzt nur mal 50 Jahre weiterdenkt, welches iPhone mit welchen Fähigkeiten haben wir denn in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren, wenn es uns so lange noch gibt? Das ist ja auch dieser andere Ansatz vom Fermi, dass er sagt, ja, es gibt keine Zivilisation, die intergalaktische oder interstellare Raumfahrt betreiben, weil die sich vorher selbst zerstören. Gar kein so absurder Gedanke, wenn wir uns selbst anschauen, ne, was wir gerade wieder alles so betreiben. Aber wenn sich so eine Zivilisation so weit entwickeln kann, 1000 Jahre Zeit hat 100 Jahre von uns aus gesehen noch dazu. Das ist ja gar nicht absehbar. Und deswegen ist es natürlich auch extrem überheblich, heutige Maßstäbe an irgendwas anzusetzen, was in 500 Jahren vielleicht sein soll. Oder eine Zivilisation das aufzuzwängen, was wir heute haben. Spannenderweise machen das aber auch Teile von UFO- und Alien-Enthusiasten umgekehrt. Nehmen wir mal Erich von Däniken.
die Idee, dass die Außerirdischen früher da waren und die Vorbilder für unsere Götter waren. Und was wird da gemacht? Da wird Technologie aus den 80er Jahren auf außerirdische Besucher übertragen. Und dann sagt er, da hinten, das sieht aus wie ein Raumschiff. Und die Nazca-Linien, das sind die Landespuren, die Landebahnen für die Götter sozusagen. Aber basierend auf einer technologischen Vorstellung aus den 50er, 60er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ne? Also da wird ja das gleiche Problem tritt da ja zutage. Wir denken immer, wir wären irgendwie so die Krone und weiter geht es irgendwie nicht mehr. Und wir können es uns ja auch tatsächlich nicht vorstellen. Also momentan, wer hat denn Visionen, wie es nach so einem Gerät irgendwie weitergeht? Ne? Ja. Also was ist die nächste Hardware? Die Leute, wie beim Fernseher, dachten die Leute wahrscheinlich, es wird immer beim Fernseher bleiben. Und jetzt ist es da. Jetzt gibt es schon die ersten Sachen, die irgendwie so den Bildschirm wieder wegkriegen wollen und das irgendwo hin projizieren und who knows. Ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, die hat jetzt ein Kind bekommen, wo wir sagten, was wird das Kind noch so das Problem haben, wie ich das habe, und wenn ich meinen Kindern erkläre, dass TikTok nicht wirklich eine Informationsquelle ist, gibt es TikTok dann noch? Was gibt es dann? Also das sind ja alles, das zeigt uns ja heute schon, wie undurchdacht solche Argumentationen sind. Genauso, ich habe das eben angesprochen, das höre ich immer als Gegenargument, gegen das UFOs jetzt außerirdische Besucher wären. Ja, die Distanzen sind so weit und das kann man nie überbrücken und wie soll da jemand drin sitzen? Und da wird eben auch übertragen, unsere Unfähigkeit, diese Dinge zu tun. Und in 500 Jahren werden wir hoffentlich auch andere Antriebssysteme haben und Dinge können, die wir heute uns nicht mal erträumen lassen. Wir wollen ja heute schon in das nächste Planetensystem Proxima Centauri fliegen mit so einem Sonnensegel und das nur mit 20% der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist knapp 4 Lichtjahre entfernt, Proxima Centauri. Und da wären wir in, ich glaube, 20 Jahren könnten wir dort sein. Das ist also machbar, heute schon, interstellare Raumfahrt mit heutiger Technologie, mit einer Technologie, die ein Segel benutzt, das von dem Lichtdruck der Sonne angetrieben wird oder vielleicht noch unterstützt durch Laser von der Erde und dann halt eben auf seinem Weg halt proportional immer schneller wird. Ja, es gibt da so viele Möglichkeiten, man kann an Generationsraumschiffe denken. Also alles, was wir uns schon ausgedacht haben, könnte sich auch jede andere Zivilisation ausgedacht haben. Also Raumschiffe, in denen nicht eine Besatzung einsteigt und zum Mars fliegt oder zu einem anderen Himmelskörper, sondern einfach, die steigen da ein und wissen, wir werden an Bord sterben und wir werden an Bord Kinder kriegen und die Kinder werden an Bord groß werden und auch nochmal Kinder kriegen und nochmal sterben, bis sie dann irgendwann irgendwo ankommen. Das hat ja unsere Science Fiction schon alles durchgespielt. Da sind wir ja hier bei dir an der besten Adresse für all diese. Ja, ja, es gibt Sachen, ne? Passengers heißt der, glaube ich. Es gibt so einen Film mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence, und die wachen aber zu früh auf und dann sind die aber auch, die leben dann trotzdem da, bis sie alt werden und so, eher so ein Liebes-Science-Fiction-Film, aber so solche Ideen natürlich gibt es schon. Ich meine, von dem, was du sagst natürlich, oder auch was ich interessant fand mit diesem Prinzip, Erich von Däniken, Technologie dann eben zu interpretieren, wie man sie halt in der Zeit auch kannte. Natürlich denken wir immer, oder wir können ja eigentlich auch nur von unserem Standpunkt aus denken, was wir halt kennen, und wir denken natürlich auch immer, dass, wie du auch richtig sagtest, dass wir sind die Speerspitze der Zeit. Also wir, alles, was wir jetzt, ist das Beste, was es und wir können uns nicht vorstellen, was danach kommt. So könnte man natürlich außerirdisches Leben auch betrachten, dass man sagt, naja, das hat natürlich für uns immer, also jetzt sagen wir natürlich, es gibt vielleicht irgendwelche Mikroben auf dem Mars oder wo auch immer, aber sonst hat das natürlich für uns immer zwei Beine und zwei Arme, und es wird natürlich ein bisschen gestützt durch diese Idee des Raumschiffes, also oder das, ja, was wir da sehen, also irgendwas, was fliegt, wo wir sagen, okay, das muss jemand gebaut haben, mit, wenn man einen Daumen hat, kann man besser bauen, man kann nämlich besser den Hammer halten, also so als Beispiel. Richtig.
wenn man irgendwo oder wenn wirklich jemand drinne sitzt, dann ist tatsächlich, also das ist, aber es könnte natürlich auch, und das ist wieder diese andere Idee, Leben sein, und das meintest du ja auch mit diesem, vielleicht hören wir die Signale gar nicht, was wir halt nicht wahrnehmen. Und das ist ja wie diese Frage, wie kann die Ameise uns wahrnehmen, ja, da so als Frage, ja. Oder wie nimmt die uns wahr? Nimmt die uns als Lebewesen wahr oder als Naturgewalt oder so? Kann ja auch sein, ja? Sie uns als Naturgewalt. Und das sind natürlich andere Dimensionen, in denen man dann vielleicht denken muss, wenn es wirklich gezielt um außerirdisches Leben geht. Wir stellen uns ja immer vor, das ist so ein anderer Planet, der ist da irgendwo. Und da leben die auch so wie wir, nur ist alles wesentlich technologisch halt höher entwickelt, ja? So ist das ja die Idee. Und das ist aber nur unser Spiegelbild eigentlich. Ja. Genau. Und das sehen wir ja an so Filmen wie Star Wars in einer fernen Galaxie. Und trotzdem ist sie sehr, sehr irdisch. Und deswegen meinte ich auch vorhin das mit diesem psychischen Faktor, dass ich gedacht habe, wenn dann tatsächlich echtes außerirdisches Leben stattfindet, hier auf der Erde, irgendwie jemand landet oder erscheint oder was auch immer, dass die Leute mit diesem Echten, wenn das nicht so ist, wie sie sich vorgestellt oder wie die Medien das transportiert haben, dass sie da mit diesem Bild überhaupt nicht umgehen können, psychisch. Ja. Weißt du, dass sie sagen, ich werde verwahnsinnig, ich werde verrückt. Sowas gibt es, das ist ja unglaublich. Also, ja, das meinte ich. Das ist schon, kann schon ein Schock sein, glaube ich. Ja, wobei ich immer so ein bisschen darauf hoffe, dass dieser Vergleich mit uns, also wenn es hier um die Erde geht, dann doch irgendwo auch angebracht ist, dass jeder oder alles, was hierher kommt, dass die sich hoffentlich unserer Situation bewusst sind und damit darauf eingehen. Also dass die zum Beispiel, ich mache es jetzt mal ganz plump, die sehen vielleicht genauso aus wie wir, kennen aber keine Kleidung und laufen nackt rum. Wenn die hier landen, wissen die aber, okay, das ist hier so ein bisschen so ein Issue, ne? Wir ziehen uns was über. Das ist jetzt das geringste Problem, was da auftauchen könnte. Ja. Und ähnlich machen wir das ja oder haben das ja unsere Science-Fiction-Autoren und so auch schon durchgespielt, dass sie sagen, okay, wir müssen uns so ein bisschen da anpassen. Also wir können jetzt hier nicht, Mars Attacks ist ein gutes Beispiel. Ne? Also die wussten schon am Anfang, wir können nicht gleich da als Brains auftauchen, sondern wir müssen uns vorher irdisch verkleiden und so weiter. Also, und jetzt vom Verkleiden mal abgesehen, dass man kann halt wirklich nur darauf hoffen, dass wir eben, du hast das Beispiel genannt, eben nicht als Ameisen wahrgenommen werden, sondern als eine höhere Lebensform. Und da gehe ich einfach mal, aber auch das ist sehr anthropozentrisch, einfach mal davon aus, dass eine Zivilisation, die uns beobachtet, dass der schon klar ist, okay, das sind eben keine Ameisen, sondern die bauen Häuser, die haben eine gewisse Technologie entwickelt, die beherrschen mehr oder weniger das Atom und so weiter und so fort. Und die betreiben auch Raumfahrt. Also die werden uns im besten Falle eben irgendwie nicht als Mikroben wahrnehmen. Aber again, ne? Who knows? Ja, ja. Ich denke, dass es in unserem, also in dem bekannten System, in das, was wir im Weltraum kennen, dass wir da natürlich entdecken, dass es ähnliche Gesetze gibt, also ähnliche naturwissenschaftliche Gesetze. Und bis jetzt haben wir das natürlich entdeckt. Und daraus könnte man natürlich schließen, dass außerirdische oder außerirdisches Leben jetzt nicht komplett anders ist, weil irgendwie scheint es ja doch ein ähnliches Gesetz zu haben, weißt du, so glaube ich. Genau. Also um das nochmal so auf dieses irdische Beispiel zu bringen, du hattest das eben schon mal angesprochen, Delfine, die ja durchaus intelligent sind, können nach unseren Maßstäben, konnten die nie irgendeine Technologie entwickeln. Weil die Technologie, die wir kennen, mit einer Verbrennung, mit einer Hitze, mit wie auch immer was einhergeht. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sie keine Daumen haben, die dummen Viecher, mit denen sie irgendwas bauen könnten. Das war natürlich ironisch gemeint, um Gottes Willen. Nein, wir lieben aber Delfine, absolut. Genau, wir lieben Delfine. Ja. könnten sie keinen Motor bauen? Nicht nur, weil sie es nicht könnten, weil sie keinen Daumen haben. Vielleicht müssen wir das auch nachher rausschneiden mit den dummen Viechern. Also sie könnten selbst, zum einen könnten sie es gar nicht, weil sie keinen Daumen haben und zum anderen könnten sie das nicht, weil ihre Technologie unter Wasser einfach nicht funktionieren würde, so wie wir das kennen.
Das bedeutet aber nicht, dass irgendwo auf einem anderen, auf einem Wasserplaneten, sind es die Naboo, glaube ich, bei Star Wars, die unter Wasser leben in diesen Dingern. Ja, ja. Aber die haben sich ja auch Wasserblasen, also so Luftkuppeln unter Wasser gebaut. Ja, ja. Ne? Also, aber mal weg von Star Wars, dass er nicht irgendwo eine Intelligenz im Wasser sich entwickelt hat, die trotzdem sowas Ähnliches wie eine Technologie dort entwickelt hat, die vielleicht Daumen oder wie auch immer haben, um fein mechanisch irgendwie anzufangen, was zu formen, was zu bauen. Aber auf einer anderen Grundlage. Tatsächlich hast du aber natürlich recht, die physikalischen und Naturgesetze, die gelten auf der Erde und die gelten auf dem Mond und die gelten auf dem Mars auch, das wissen wir ja. Und die gelten wahrscheinlich im ganzen Sonnensystem. Die verändern sich aber schon dann, wenn wir von anderen Gravitationsstärken ausgehen. Also auf dem Mars sind wir, auf dem Mond sind wir weniger schwer als auf der Erde und auf dem Mars irgendwie nur ein Drittel und auf dem Mond, glaube ich, ein Sechstel. Und das sind ja schon Dinge, die massiv eine Veränderung zu uns darstellen. Ja, ja, genau, weil auch der Körper, wenn man da groß geworden wäre und so, der Körper würde sich wahrscheinlich anders anpassen, um besser sich zu bewegen, genau. Oder was auch immer. Ja, also das, klar, ja. Das auf jeden Fall, also wenn es über wirklich Jahrhunderte gehen würde. Aber wir werden uns ja auch technologisch weiterentwickeln. Ich meine, wir sind jetzt dabei, zum Beispiel die Kernfusion zu erforschen. Also nicht mehr die Kernspaltung, sondern die Kernfusion, das sozusagen nachzumachen, was der Sonne passiert, ohne oder zumindest mal mit sehr viel weniger schädlichem Abfall als bei der Kernspaltung noch. So eine endlose, saubere Energie, aber das sind wir halt erst dran, das rauszufinden. Und auch danach wird es ja nicht zu Ende sein. Wir werden ja nicht aufhören zu forschen und nicht aufhören zu entdecken. Neutrinos ist so eine Geschichte, so kosmische Teilchen, die in jeder Sekunde irgendwie zu endlos hier überall auftreten, aber kaum wechselwirken mit unserer Materie. Also die kannst du halt jetzt nicht irgendwie so einen Abnehmer dafür bauen und sagen, die Energie, die die mitbringen, die setzen wir jetzt mal in nutzbare Energie um. Aber das ist vielleicht nur der heutige Stand. Vielleicht wird das irgendwann mal möglich sein. Also da gibt es ja noch ganz viele. Das Sammeln von Sonnenenergie ist sicherlich jetzt ja noch nicht mit den Balkonkraftwerken, die wir jetzt seit Neuem haben, an ihrem letzten Ende angelangt. Das wird also alles noch kommen, wenn wir die nächsten 100, 200 Jahre überstehen. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Auf jeden Fall. Es geht immer weiter. Vor kurzem eine spannende Idee gehört. Komischerweise, ich habe da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber was auch das Fermi-Paradoxon angeht, das setzt ja auch voraus, dass Außerirdische irgendwo sonst mit uns in Kontakt treten wollen, zum einen, oder überhaupt das Bedürfnis entwickelt haben und die Fragen gestellt haben, gibt's da, also dass die selbst die Fragen entwickelt haben, gibt's da noch mehr? Yeah. Und das hört sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen, warum sollten die das nicht? Aber das könnte eine ganz einfache Erklärung haben. Es hat ein Astrobiologe in einem Vortrag, leider habe ich vergessen, wer es war, der hat gesagt, es gibt ja Planeten, die wir kennen, die gar keinen freien Himmel haben, die ständig bewölkt sind, die Venus zum Beispiel. Das heißt, da gab es, selbst wenn dort menschenähnliche Intelligenzen sich entwickelt haben, auch eine Kultur entwickelt haben, eine Zivilisation, die haben nie an den Himmel geschaut und haben dort Sterne gesehen oder ihre Sonne oder einen Mond. Die haben sich also deswegen nie gefragt, was ist denn da oben, was sind das für Lichtpunkte? Und die haben sich nie die Frage gestellt, können wir zu einem Mond fliegen? Lebt da jemand? Können wir da hinreisen? Was ist jenseits dieser Leinwand, die deren Himmel darstellt, die immer bewölkt ist, die nie den Blick überhaupt ins All zulässt? Vielleicht entwickelt so eine Zivilisation überhaupt gar nicht die Frage dessen, was ist jenseits von der Erdoberfläche. Vielleicht ist die Atmosphäre viel zu dünn, dass selbst wenn sie die aerodynamischen Gesetze verstehen würden, dass sie sich nie an den Himmel erheben können, weil die Energie, die man dazu braucht, vielleicht gibt es auch dann keine Vögel, die fliegen können, weil es einfach die Atmosphäre viel zu dünn ist.
Und das sind so ganz naheliegende Sachen, über die man sich oft gar nicht so Gedanken macht. Es gibt auch Planeten, die sind ja wie der Mond an die Erde Rotation gebunden. Wir sehen ja immer die gleiche Mondseite, obwohl der Mond natürlich auf der Rückseite nicht dunkel ist. Also der ist ja manchmal auch hell, wenn wir Neumond haben. Aber wir sehen immer nur die eine Seite vom Mond. Und so gibt es auch Planeten, die an ihre Sterne rotationsgebunden sind, die erleben überhaupt gar keine Nacht. Also zumindest mal, wenn man auf dieser hellen Seite lebt, wovon wieder mal nach unseren Maßstäben auszugehen ist, weil auf der dunklen Seite es einfach zu kalt ist. Vielleicht ist es auf der hellen Seite zu heiß, aber wie gesagt, die haben gar keine Nacht, da können gar keine Sterne sich zeigen. Also fand ich irgendwie eine total... Also aber ein bisschen ist ja auch so wie Avatar, muss ich auch noch aufs Filmthema kommen, aber weißt du so, wo die dann einfach diesen Planet finden und dann sehen einfach wie so Ureinwohner des Planeten, die aber mit Technologie nichts zu tun haben. Also so, die ja so ein spirituelles Leben führen. Ja, das ist ja so ein bisschen fast schon so eine Schnittmenge. Gibt es eigentlich, weil wir es vorhin hatten, auch eben von den Sichtungen, gibt es denn eine seriöse Beschreibung einer Begegnung mit einem außerirdischen Wesen? Oder sind das immer unseriöse Beschreibungen? Also das will ich jetzt so nicht bewerten wollen. Es gibt ja eine ganze Reihe, also vor allem so in den 50er, 60er Jahren also auch in der UFO-Thematik gibt es solche Trends, sag ich mal, ne, die so gesetzt wurden. Und 50er, 60er Jahren waren das die sogenannten Kontaktler oder Kontaktees. Das waren Leute, die behauptet haben, dass sie nicht nur UFOs gesehen haben, die haben dann auch Fotos davon geliefert, sehr umstrittene meistens, aber wie auch immer. Und die hätten auch Kontakt mit den Insassen gehabt. Das waren dann meistens damals noch eher menschenähnliche Insassen. Da soll es dann sogar zu Geschlechtsverkehr gekommen sein, zu Liebesbeziehungen, zu irgendwie Babys, die da gezeugt oder genetisch manipuliert wurden und so weiter und so fort. Aber das gab es also schon. Und dann gibt es ja auch, das hat sozusagen, die Kontaktler wurden abgelöst, so ein bisschen, wenn man das jetzt mal so grob in so Phasen einteilen will, von so Nebenphänomenen zum eigentlichen UFO-Phänomen, waren dann diese Entführungen durch Außerirdische. Und da waren es dann weniger diese menschenähnlichen Aliens an Bord der UFOs, die Experimente und auch sexuelle Handlungen und was auch immer mit den Entführten angeblich gemacht haben, sondern diese kleinen Grauen, die man so kennt. Ne? Kleine, irgendwie grau, nur so einen Meter groß, große dunkle Augen und so. Also das sind jetzt diese Beschreibungen und ob diese... Also viele dieser Kontaktfälle, auch der Beweisfotos, die berühmten Kontaktler vorgelegt haben, gelten mittlerweile eigentlich als Schwindel oder als Fälschungen. Ganz berühmter Fall aus der Schweiz, da hat dann einer sogar diese Venusierinnen, kamen nicht von der Venus, aber fotografiert, und das waren sehr hübsche Frauen. Hat sich nachher herausgestellt, dass das so ein Standbild aus so einer US-Show im Fernsehen war, ne? Und dass man diese Frauen irgendwie tatsächlich kennt. Als Tänzerinnen waren das, glaube ich, irgendwie so. Ja, okay. Aber ob man das jetzt alles so abtun kann, das will ich mir nicht... Aber gibt es das noch in heutiger Zeit? Gibt es sowas noch? Sehr, sehr, sehr wenig. Es gibt schon noch Leute, die sagen, dass sie in Kontakt stehen würden. Das sind dann aber meistens keine physischen Kontakte heutzutage, sondern so, das nennt sich dann Channeling. Aber das ist so ein Übergang zwischen spirituellen Ansichten und eben diesem UFO oder Glauben an die außerirdischen Besucher, die auch hierher kommen. Also das Channeling, also man kann dieses Channeln, manche Medien channeln Verstorbene, manche channeln irgendwelche Götter. Und genauso gibt es welche, die vermeintlich außerirdische Wesenheiten channeln. Aber das ist dann eher so nicht mehr so eine körperliche Kiste. Ich glaube, es ist in unserem Gespräch ganz gut deutlich geworden, das ist jetzt nicht so mein Ansatz und nicht meine Welt, in der ich diese Phänomene erforsche, aber
das zu bewerten, steht mir, glaube ich, jetzt nicht so wirklich zu, weil ich muss dazu sagen, ich kenne einige Leute, die daran glauben oder die auch das erzählen, dass sie da betroffen sind, und jetzt die per se zu sagen, das ist alles Spinnerei und Schwindel, das wäre eine Überheblichkeit, die ich mir nicht anmaßen will. Ich habe nur gedacht, wegen einfach, wenn du Flugobjekte siehst am Himmel, dann hast du immer, du hast auch immer diesen Abstand, weißt du, so. Und dann gibt es das Militär, die sagen vielleicht, okay, wir haben was gefunden, die waren aber schon tot und so. Und deswegen habe ich überlegt, wie ist dann eigentlich die Begegnung? Begegnung findet eigentlich immer, das ist ja immer mysteriös eigentlich. Entweder ist es ganz weit weg oder ist es ist irgendwie so tot. Oder irgendwie, also, und alles andere, was dann natürlich irgendwie, sie sind unter uns und diese so, das ist dann gleich schon Sci-Fi eigentlich, weißt du? Also so, aber dann denke ich, wenn es aber ein Phänomen geben oder gibt, es, ja, oder es gibt ja dieses Phänomen, aber wenn das Phänomen auch außerirdischen Ursprungs ist oder was auch immer, müsste ja auch irgendwann vielleicht eine andere Art von Kontakt ja, oder irgendeine Begegnung müsste ja irgendwie mal was anderes stattfinden als immer nur das, ja. Also es ist natürlich auch da die Frage, wie gesagt, vielleicht sind ja nicht alle dieser Geschichten irgendwie erfunden und erdacht von diesen Kontaktees. Und würden auch da, wir gehen davon aus, dass so Kontakt wird von den meisten so damit assoziiert, dass das Ding am liebsten vorm Weißen Haus landet, ne, oder auf irgendeiner Luftwaffenbasis, und dann steigt einer aus und sagt, wir kommen in Frieden oder im Krieg. Aber so muss das ja gar nicht ablaufen. Also es könnte ja auch sein, dass sich, je nachdem, wer da gerade im Oval Office sitzt, die Außerirdischen sagen, nee, also da landen wir jetzt in den nächsten 4 Jahren erstmal nicht, ne? Sondern wir landen lieber tatsächlich bei Tante Erna im Garten. Da haben wir irgendwie vielleicht mehr davon, weil Tante Erna hat einen YouTube-Kanal und erreicht da 200 Millionen Leute. Who knows? Das sind, auch das ist Spekulation, und ich glaube, wir sind nicht mehr in der Zeit, in der teilweise auch wissenschaftliche Entdeckungen nur noch über die Society for National Geographic irgendwie verteilt wird, sondern gerade solche Beobachtungen und solche Entdeckungen durch Laien, die also wir müssen uns, ob einem das passt oder nicht, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass manche Entdeckungen vielleicht tatsächlich zuerst auf YouTube landen, weil der Entdecker oder die Entdeckerin nicht wusste, wo sie es sonst irgendwo hinmelden soll. Ja. Und das ist halt die Zeit. Unsere Medien sind nicht mehr so qualitätskontrolliert, vermeintlich, wie das früher mal war. Also früher musste man zum Beispiel für einen Artikel irgendwo zu veröffentlichen, irgendwie das abtippen, irgendwo hinschicken per Post, und dann kam nochmal per Post so eine Korrektur zurück, und dann hat man seine eigene Korrektur wieder zurückgeschickt, und nach 3 Monaten ist das in irgendeinem Heftchen aufgetaucht. Ja. Heute dauert es keine 2 Minuten und du hast das, was du sagen wolltest, irgendwie gepostet und erreicht es im besten Fall viel mehr Leser als je zuvor. Das hat sein Gutes, hat sein Schlechtes, ne? Ja, klar, und natürlich in diesen Zeiten eben von YouTube. Ich meine, klar, früher haben die Leute vielleicht auch eben gefälscht, haben das dann mit Fotos gemacht oder so, und heutzutage aber heute mit KI, und das, was man ja manchmal schon sieht, man kann es manchmal gar nicht mehr unterscheiden, und das wird irgendwann noch viel weiter so gehen. Und man kann es noch unterscheiden, man sieht noch, dass es KI ist, KI generiert, aber irgendwann ist das vorbei, glaube ich. Man kann es gar nicht mehr sehen. Vielleicht dauert es noch 100 Jahre, aber dann irgendwann ist es weg. Und das ist natürlich dann schwierig, weil dann ist nur noch die Frage, was ist Realität und was nicht, ja. Und das ist halt auch der Grund, weswegen die Erforschung dieser Phänomene, die saubere wissenschaftliche Erforschung, so wichtig ist. Also zum Beispiel einer der Gründe, warum sich auch da am IFEX an der Universität Würzburg unter Professor Kajal wir uns dafür so interessieren, ist der, dass wir sagen, wir wollen gar nicht darauf warten, bis irgendwie das Pentagon oder irgendeine Militär-, Geheimdienst, wie auch immer, Regierungsbehörde irgendwelche Akten veröffentlicht. Wir wollen selbst die Daten ermitteln. Und deswegen bauen wir unsere eigene Sensorik und unsere eigenen Instrumente, die wir verstehen, die wir kalibrieren können, deren Ergebnisse wir auch verstehen. Wir machen also nicht einfach mal einen Geigerzähler an, ohne zu wissen, wie das Ding überhaupt funktioniert, und warten darauf, dass es piepst, sondern wir wollen unsere eigenen Daten generieren.
Und weil nur mit solchen Daten, mit komplett transparenten, öffentlichen, umfangreichen Daten, kann man wissenschaftlich was anfangen. Die Situation in Amerika, dass die Navy so Snippets an Bordaufzeichnungen veröffentlicht hat, ohne die damit einhergehenden Daten, das ist zwar visuell erstmal spannend und man sagt, oh toll, das ist tatsächlich eine echte Navy-Aufnahme von einem Navy-Piloten und da ist ein Flugzeug drauf, das kann man nicht erklären, aber das bleibt so im visuell Anekdotischen, weil uns die Daten dazu fehlen. Ja, ja. Wir bräuchten, um das wirklich zu, um diese Filme wirklich einordnen zu können und bewerten zu können, bräuchten wir die Daten, die, und das hat auch das Pentagon bestätigt, die existieren. Die wurden eben nicht veröffentlicht. Aus Gründen, die haben nicht unbedingt jetzt was damit zu tun, dass die diese Daten, dass die sagen, das ist jetzt ein außerirdisches UFO, sondern aus den Daten könnten sich potenzielle Feindstaaten, Gegner, Technologien und Standorte von Sensorik ableiten, was so nicht sein soll. Also man, das ist eigentlich das Problem. Das heißt, wenn du am Eiffelturm ein UFO filmst, weiß jeder, dass du in Paris bist. Ja, so. Und wenn dann aber niemand wissen soll, dass du in Paris bist, dann solltest du vielleicht das UFO-Video mit dem Eiffelturm drauf besser nicht veröffentlichen. Ja, ja, klar. Und das natürlich auch als militärische Geheimdienst, wie auch immer, Regierungsorganisation. Ja, ja, und klar. Deswegen brauchen wir eigene Daten. Und das ist das, was wir unter anderem, es wird auch zum Beispiel von Avi Loeb an der Harvard University, in einem nicht dort an der Universität, aber privat verorteten Projekt gemacht. Da werden ähnlich wie in Würzburg eigene Observatorien gebaut und eine KI da gelernt, wie sieht ein Vogel aus, der da durchfliegt, wie sieht ein Flugzeug aus, ein Ballon, keine Ahnung, ein Regentropfen, der auf der Linse liegt und wie sieht irgendwie was anderes aus. Muss ich nochmal ganz zum Schluss unseres Gesprächs was anderes fragen, und zwar, es kommt auch aus dem Weltraum und vielleicht ist da eine Technologie ja auch hilfreich, nämlich Asteroiden. Ich habe auch da letztens gelesen, dass es irgendwann einen gibt, wo man in etwa weiß, der kollidiert nicht mit der Erde, aber man weiß noch nicht so ganz genau. Denkst du, dass wir heutzutage schon den Mechanismus und die Technik haben, um sowas abzuwehren, wenn wirklich so ein Ding auf die Erde zusteuert? Also das denke ich nicht nur, sondern das haben wir auch. Es gab eine NASA-Mission, die ist zu einem Asteroiden geflogen und hat den ist da eingeschlagen mit der Absicht, dessen Bahn zu verändern. Und das hat man tatsächlich geschafft. Das muss man sich ja nicht so vorstellen, dass so ein Asteroid irgendwie um Kilometer abgelenkt werden muss. Also das ist ja so das Fenster. Das sind ja riesige Distanzen und da reichen dann schon wenige Grad Abweichung von der Flugbahn und er fliegt eben nicht durch dieses sogenannte Schlüsselloch zur Erde, durch die er durch muss, um sie zu treffen. Also der kann auch an uns vorbeifliegen, auch innerhalb der Mondbahn, und trotzdem passiert nichts. Und dass dieser Versuch, diesen Asteroiden abzulenken, der ist gelungen. Man konnte also, man hat nicht nur die Bahn verändert, sondern auch irgendwie der Asteroid hatte noch einen Mond, also das gibt es auch, so einen kleinen Begleiter, und dessen Rotation hat man auch verändert. Also man merkt da schon, kinetisch kann man im All schon einiges machen. Wir kennen ja von Armageddon, fliegen sie ja mit der Atombombe hoch und ja. Bruce Willis bleibt oben. Macht er doch, ne? Ja, ja, der bleibt, genau. Er opfert sich für alle, ja, für genau. Die Menschheit. Ja. Also grundsätzlich ist das schon machbar. Wir nie vergessen. Genau. Grundsätzlich ist das schon machbar, aber man hat jetzt auch das Problem, in dem aktuellen Fall ist es weniger ein Problem, aber man hat mit dem Einschlag auch ein Trümmerfeld erzeugt. Ja. Und deswegen werden wir in einigen Jahren, werden wir einen Meteorschauer, also einen Sternschnuppenregen bekommen, als Ergebnis von diesem Einschlag auf diesem kleinen Asteroiden. Sternschnuppen sind jetzt nichts Schlimmes, Meteore auch nichts, die verglühen in der Atmosphäre, ja. Und es sieht toll aus. Aber sowas könnte natürlich auch größer sein. Und dadurch, dass wir mit relativ kleinem Einschlagspotenzial so eine Bahn ablenken können, bedeutet das natürlich auch, dass der Asteroid Apophis, das ist der Asteroid, um den es geht, der soll am Freitag, den 13. tatsächlich, 13. April, wie heute, nicht April, aber Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13., ja. Genau. Ja. Soll der, ich glaube 2029, kommt er der Erde sehr, sehr nah.
Und es wäre halt, sag ich mal, schon besser, wenn dem vorher nicht irgendein anderer Himmelskörper noch begegnet, der ihn vielleicht dann doch noch ablenken könnte. Und da würde zum Beispiel schon, ich habe da auch dazu eine Studie, also nicht ich veröffentlicht, sondern einen Artikel über die Studie, da würde schon ein Einschlag von einem kleinen Himmelskörper, also dieser Apophis selbst ist glaube ich 350 Meter groß, also ein ziemlicher Oschi. Aber da würde teilweise im richtigen Winkel und mit der richtigen Geschwindigkeit ein Körper von unter 10 Metern ausreichen, mit dem der kollidiert auf seiner Reise und er wird maßgeblich abgelenkt. Und wenn er maßgeblich in die falsche Richtung abgelenkt wird, könnte er dann halt doch auf Kollisionskurs gehen. Aber momentan sieht es nicht so aus und das Gute ist, dass der Weltraum, das haben wir ja eben schon mal festgestellt, unendlich weit ist, das wissen wir ja auch von Captain Kirk und Co. Okay. Da gibt es zwar auch unendlich viele solche Objekte, aber da ist auch unheimlich viel Platz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der von so einem Objekt getroffen wird und dann auch noch in dem richtigen Winkel, das geht in die 1 zu Millionen. Mhm. Aber irgendjemand gewinnt immer im Lotto. Ja, ja, und Bruce Willis hat sich auch zurückgezogen wegen Krankheit und so. Deswegen der fällt schwierig. Aus. Ja, der fällt aus. Aber wenn du das sagst, also mir ging es ja eher um die Technologie, dass ich gedacht habe, haben wir das eigentlich? Ist das eigentlich? Ja. So, aber es hat vielleicht auch was mit der Größe des Dings zu tun, oder? Also ich meine, wenn da jetzt so ein Kilometer breiter Asteroid kommt, wird es wahrscheinlich schwieriger, oder? Das schon, aber jetzt wissen wir durch diese Mission, jetzt kennen wir, haben wir sozusagen die Daten und die kann man dann extrapolieren. Ja, okay. Also ob ich dann kann ich halt hochrechnen, wie viel brauche ich, um den Riesen Ass abzuleiten. Die Datengrundlage, die haben wir ja gewonnen. Und Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Mission rechtzeitig dahin startet. Also das kann man nicht machen, wenn der schon irgendwie am Mond vorbeigeflogen ist. Dann muss man den auch nicht mehr ablenken. Vermutlich, weil dann die Erdanziehung den Rest sowieso erledigt. Aber wenn der noch weit genug entfernt ist, und die meisten Asteroiden haben ja, oder auch Kometen haben ja riesige Umlaufbahnen. Also das dauert ja teilweise, also der kommt jetzt, ich glaube, 29 kommt er halt da am 13., Freitag den 13. und dann wieder irgendwie in den 30er Jahren und dann nochmal in den 60er Jahren irgendwie so. Also das dauert dann schon und manche andere sind noch länger unterwegs, bis sie überhaupt nochmal kommen. Demnächst sehen wir nochmal einen Komet am Nachthimmel, der auch wahrscheinlich einen großen Schweif entwickelt. Das wird aber eine ganz friedliche Geschichte werden. Das sieht einfach nur schön aus. Aber man kann auch letzten Endes diese ganzen Observatorien und so, die können auch nur einen Teil des Weltraums abdecken, oder? Also es kann auch theoretisch von hinten links was kommen, was wir gar nicht sehen. Hinten links wäre in dem Fall die Sonne, genau. Also Es gibt natürlich Kometen, die sind ja wie alle Himmelskörper im Sonnensystem an die Sonne gebunden, umkreisen also die Sonne, Asteroiden. Und wenn die sozusagen von hinten angeflogen kommen, dann ist uns die Sonne, die ja verdammt hell ist, ist uns im Weg. Und das wäre also ein Risiko, was jederzeit eigentlich besteht. Also man könnte die Meldung, hups, wir haben einen Komet entdeckt, der von hinter der Sonne angeflogen kam und der ist in 50 Tagen hier. Das könnte morgen passieren, das kann in 500 Jahren passieren. Das ist tatsächlich, also ein Restrisiko besteht da immer. Ja. Also, lieber Andreas, ich danke dir sehr für deinen erneuten Besuch hier bei mir im Peckham's Talk. Wann erscheint denn dein neues Buch? Ja, das sollte eigentlich schon längst erschienen sein, wie das oft so ist mit so Projekten. Man setzt sich so ein Ziel und dann gerade in solchen alten Akten, da findet man dann noch spannende Sachen raus und denkt dann, habe ich das auch bei den anderen Akten überprüft? Und also das wird jetzt wahrscheinlich doch erst Anfang nächsten Jahres irgendwie so sein. Aber in dem Fall ist das ja was Gutes, weil die Leserinnen und Leser sozusagen noch zusätzliche Informationen bekommen, weil ich da wirklich noch Sachen dazu rausgefunden habe, die mir vorher, nein, nicht entgangen sind, aber die ich nicht jetzt so erwartet hätte. Und aber das ist, weil du hast ja auch schon jetzt für die Zuschauer, die hier zuschauen, nicht nur hören, du hast ja deine zwei Bücher, die du bereits veröffentlicht hast, hinter dir, genau, Deutschlands UFO-Akten und Deutschlands historische UFO-Akten, hieß es so? Ja. Ich habe auch hier beide und
Da gibt es ja erstmal schon genügend Stoff. Also für das verlinken wir hier auch, wo man das bestellen kann, für alle Leute, die es interessiert. Aber du bleibst auch ein bisschen dem UFO-Phänomen treu. Also sagst jetzt nicht, ich schreibe ein Buch über Kornkreise. Das habe ich ja schon. Ja gut, okay, das ist dann schon ein bisschen mehr. Also ich hatte schon zwei Bücher über Kornkreise geschrieben, Anfang 2001. Ja, aber jetzt wieder meine ich auch. Also so, dass du sagst so, ich schreibe wieder ein Buch über Kornkreise oder ich schreibe ein Buch über Kryptozoologie oder so. So meine genau. Ich. Das glaube ich eher nicht. Also ich denke, das wird jetzt schon bei UFOs bleiben, weil da gibt es auch viele Sachen, die auch schon so in der Pipeline sind, wo ich gerne was dazu machen werde. Es wird wahrscheinlich auch ein Band 2 von Deutschlands UFO-Akten geben, weil einfach noch viel mehr dazugekommen ist, neue Akten aus DDR-Archiven und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, jetzt erstmal für die nächsten Jahre so das Thema sein. Mhm. Und da muss man nochmal zusätzlich auch sagen, wenn man davon noch nichts gehört hat, also das ist ja gerade in diesen Deutschlands UFO-Akten diese Auseinandersetzung damit, wie geht eigentlich die Politik mit dem Phänomen um. Ja. Und das ist also auch ein politisches Buch, so kann man das sagen. Ne? Ja, das heißt auch im Untertitel über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen in Deutschland und mit Betrachtungen auch zu Österreich und der Schweiz. Also da ist ganz viel darum, wer wissen will, was machen denn die Deutschen mit UFOs politischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Es ist tatsächlich eher journalistisch, es ist kein klassisches so UFO-Buch, wie man das so kennt, wo man irgendwie 1000 schon mal gesehene Fälle und Fotos drin sieht, sondern es geht wirklich um eine Quellenarbeit an den Akten, die ich finden konnte in Archiven, alles mit den Quellen nachgewiesen und ausgewiesen. Und das ist schon, denke ich, spannend, weil die Leute auch hier in Deutschland eben denken, ja, das ist alles so weit weg. Und ganz viele Politiker haben sich da schon dazu geäußert. Und es gibt eben viel mehr UFO-Akten, auch ganz offizielle UFO-Akten in Deutschland, als man sich da so vorstellt. Ja, ja, und wie gesagt, ich finde es immer toll, wenn du hier in der Sendung bist. Ich finde, ich habe natürlich auch immer ein bisschen so ein amerikanisches Vorbild. In Amerika sehe ich öfter mal Sendungen, wo über solche Themen gesprochen wird, also im Internet auch, ja, irgendwelche Talkshows oder so, und dann wird darüber geredet und so. Und dann die Leute gucken sich das an und es ist interessant und so. Und hier ist es immer so, ich weiß nicht, ich sehe es hier fast gar nicht. Und wenn ich es hier sehe, dann ist es immer so, ich wurde entführt und er hieß Gerhard oder so. Also es ist halt immer so ein bisschen merkwürdig, ja. So. Und deswegen finde ich es schön, wenn wir das schaffen, auch das so ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben und mal eben auf dieser Weise über dieses Thema zu sprechen. Also es war mir ein Fest, lieber Andreas. Ich hoffe, dass ich dich eines Tages wieder begrüßen darf. Ganz bestimmt. Okay. Gut. Spätestens zum neuen Buch komme ich dann wieder. Stimmt, zum neuen Buch. Da kommst du auf jeden Fall. Das ist schon in Stein gemeißelt. Also, dann, lieber Andreas, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja? Du auch und vielen Dank.